Jo, der Moin, ne? Ich habe mir ja ein paar Demos runtergeholt bei Steam und die will ich jetzt so nach und nach mal vorstellen, die Spiele. Und eins davon ist Orbit Industries. Wird mit öffentlichen Geldern produziert, war im Vorspann zu sehen, läuft auf Unreal Engine und welche Demo das ist, seht ihr selber. Ne, 05370. Jo. Es soll darum gehen, Orbitalstationen zu bauen und zu managen. Irgendwo müsste das ja eigentlich auch auf Deutsch einstellbar sein. Ja, das ist ja wohl Quatsch hier, ne? 640 mal 480 ist das eindeutig nicht. Aber egal. So. Framerate, Fousing, FPS, Limit, 60 ist okay. HDR haben wir off. Quality Overall, Anti-Aliasing. Gut, das sieht alles gut aus. Direkt 3D11 ist auch okay. Aber Freunde, wo ist denn das jetzt auf Deutsch? Gewaltige Einstellungsmöglichkeiten. Tja, dann müssen wir wohl eine New Mission starten. Vielleicht ergibt sich dann irgendwas. No time for caution, difficulty, economy, errors, keine Ahnung, endless, kreativ, second home, while guarding the borders along und so weiter und weiter. Discoveries, inherent curiosity, danger with them. Preparation for an investigation and or rescue missions are underway. Also, die Rettungsmission ist underway. Mission Type, no time for caution. Das ist ja das Einzige. Das andere, da steht dahinter, not in Demo. Na, dann können wir das ja machen, ja, ne? Dann machen wir das mal. Ja. Welcome. New Project available. Da muss ich hier wirklich klicken, ne? This briefing will guide you through the main mechanics of the game. Ja, da hoffe ich ja drauf. The bar at the bottom will provide context and the chief information about input actions. Das ist die bar in the bottom hier, ne? Kredit reduziert sich. Oh. Workforce 150, keine Ahnung, Ticks, weiß ich auch nicht. So, input actions. Your task will be to extend. Aha, ich soll Erweiterungen bauen, die Ressourcen produzieren. Und damit erzielt zu Income, also Einkommen. Okay. To do so, you need to manage three fuse. Also sollte mal mein Avatar hier, den ihr jetzt seht, der jetzt hier mit den Händen wackelt, ein bisschen verschwimmen. Hoffe ich ja nicht. Liegt das daran, dass ich VCam benutze von XSplit? Ne, habe ich gestern für unter 9 Euro gekauft, ein Jahresabo. Ich wollte das einfach mal probieren. Und das Ding ist ja richtig gut. Das rechnet alles raus im Hintergrund. Da brauchst du gar keinen grünen Hintergrund mehr. Oh, klasse, ne? So, this view is called the Exterior Station View, ESV. Elektrische Stromversorgung. Also gut. Here you can build modules to extend the station. Most modules contain systems that need to be connected. Ja, dann wollen wir mal gucken. These connections are managed inside the Abstract System Layout, ASL, Asynchron Line. You can switch to that view by following the control instructions below. Below. Und? Aha, das habe ich da oben. Below ist auch eigentlich unten, ne? Da drunter, aber na gut. So, Abstractions ASL. Aha, all systems get placed on a grid and wired through their ports. Da würde ich als erstes an Unity denken, aber ist es ja nicht.
Through their ports. Hier ist ein Port, der dort fletscht. Und da fletscht auch. Und keine Ahnung. Also die werden verbunden durch ihre Ports. Das ist die Batterie da oben. Und was ist das hier? Kann ich nicht ran oder rauszoomen. Okay. Fully connected system produce resources that are required by projects. Good. Open the station management interface to view the projects. Ah, this view, was da blinkt, zeigt alle Projekte, die gerade verfügbar sind. Wenn du das fertiggestellt hast, kriegst du Einkommen oder neue Technologien. Und manche schubsen dich auch weiter durch die Missionsstory. Ja, gut, weiter. Icons inside. Show what kind of resources are needed to access the project. Icons inside. Das dürften denn diese wohl hier sein, alle, oder was? Mal gucken. So, if a system is missing that produces this resource, it is grayed out. Ist das jetzt ausgegrillt oder hat das normal die Farbe? In this case, a briefing center needs to be built before you can accept the project equipment maintenance. Das ist das Projekt. Ein Briefing Center. Now go to the exterior station view. Again and click on select. A blue connection point on the station. Ah, hier haben wir einen Blue Connection Point. Aha, mit der mittleren Maustaste kannst du hier schon so ein bisschen rumdrehen. Aha, jetzt habe ich ihn erwischt. Navigate to BCE and confirm. BCE. BCE. Wo ist denn jetzt hier BCE? Da, BCE, da ist BCE. Und confirm. Building modules and the upkeep of the systems. Cost money. Being in debt can mean game over. A warning will appear before it happens. Also, wenn du zu viel ausgibst, dann. Oh. The briefing center needs to be connected to work because. It produces a resource. Switch to the abstract layout to manage its connection. This view shows how all the systems. Some are placed and connected already. Open the list for deployable systems to place a briefing center. Deployable briefing center. Now place it somewhere on the grid. Ach, hier ist es. Hey, da bist du ja. Kann ich das auch hier irgendwie? Die Farben sind ja alle da, ne? Da hinten sind die zumindest alle. So, jetzt habe ich es geplaced mit linker Maustaste. All system need to be all the necessary already there. You can create new wires by clicking on selecting them. The input and output of the system is shown in the overview. They can also be seen directly on the system chip. The briefing center has three colored ports. Ja, das haben wir ja schon gesehen. Connect our briefing center ports to the other circuits. I can that not train here.
Ja, ich ziehe hier noch ein bisschen Moor, ne? Wie komme ich denn jetzt mal hier hoch? Mit W? Ah, ja. So, jetzt will ich hier. Aha, also einmal berühren und dann den hier und den. Und blau und den. So müssen sie jetzt alle an sein, ne? The briefing center is fully connected and projects that need it can now be accepted. There is yet another resource that all systems need and that is not distributed through wires workforce. You started with some workforce already. This resource is needed to keep the efficiency of other systems at the so in the end they will produce faster. Aha. Workforce. Workforce. Building and connecting work system will increase the maximum workforce that is available on your station. Aha. Go to the station management interface to accept your first project. Da. Ah, start the project equipment maintenance. Available. Background. Maintenance of different hardware. Also Pflege oder was, ne? Wartung. Start the Projekt. Ach, da ist Start. So, dann. Processing a project takes some time. You can see the progress when you click select the filter on the left. Attune, as it's at 100%, confirm it and collect the reward. Woran sehe ich jetzt, dass das 100% hat? Bau das jetzt hier noch irgendwie einen Balken oder was? Oder ist das jetzt complete? Status ready. Confirm. Wo confirm ich das jetzt? Hier ist auch grün. Da steht complete jetzt. Okay, Background. Complete Processing. Confirm it. Ja, wo denn jetzt? Manchmal ist man ja doof und setzt davor, sieht nichts, ne? Es sind immer die, die einen über die Schulter gucken, die sehen mehr. Follow the mission project to finish this game. Great success. Wow. Da haben wir jetzt was rangebaut. Das große Ding da, glaube ich, ne? Dismantle, dann ist ja auch den Mantel ausziehen. Information. Tab. Mal Tab drücken. Ah, da. New Project. Equipment Maintenance. Build Briefing Center. Completed Build of Briefing Center. Projekt ready for com. Oh, jetzt bin ich auch irgendwie raus hier. Ist jetzt alles weg. Was ist das hier? Open Positions. Contracts. Research.
Drone Squad. Oh, Mission. A wrecked ship. Processing. Nix. Complete, auch nix. Das ist die View jetzt hier, ne? Ach du Schande, das ist ja ganz viel, du. Equipment Maintenance, das haben wir doch gerade gemacht. Completed. Projekt ready. Wo muss ich das jetzt abnehmen hier? I don't know, wo ist das jetzt hier? Ready for complete. For completion. Briefing Center 100%. Richtige Maustaste bringt auch nichts. Das ist das Briefing Center. So gerne mir das leid tut, aber da komme ich nicht mit klar jetzt hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Open Positions. Also das kann man jetzt hier wahrscheinlich alles entwickeln oder bauen. Optimization of the Production Prozess. Da brauchen wir zwei von denen hier. Hier haben wir alles. Hier haben wir auch alles. Hier haben wir nicht alles. Und hier haben wir auch alles. Wrecked Ship. Da fehlt auch das wieder hier. Was ist das? Invalid. Da sind die Invaliden. Invalid. Available. Background. While guarding the borders along the Geiger, a wrecked ship on an assignment to oversee and coordinate a rescue investigation mission was published. Also, koordinieren und Aufsicht. Drone Squad. Invalid. Available Background. Teleskop. Aha, die wird automatisch ausgerichtet, die Antenne hier, ne? Okay, was haben wir denn noch? Ach, gut. Invalid. Outed with a surprise. Invalid. Data Collection. Invalid. Auch invalid. Status available. Acquisition of the spatial distribution of stars and star-like object. Invalid. Available. Background. Recording and analysis of the distribution of troops. Available, when the reactor was flooded with
Key radiation important equipment was left behind and now has to be recovered. Also die sollen das recovern jetzt. Was bringt mir das jetzt? Clusterprojekt. Wieder hochgehen. Schiffwrack. Das ist ja bestimmt das Schwerste schon gleich hier, ne? Und ist invalid und radiotisch. Das können wir bauen, ne? Ist alles da hier. Dann ist nichts ausgegraut, oder? Ne, das ist hier, oder? Background-Information. Ich versuche das mal. Start. Processing, wo ist er denn jetzt? Das sind die Open Positions. Contracts. Research und Mission, das ist Schiffwrack und Research, das ist Research. Ich dachte, den hätte ich jetzt schon angenommen hier. Ne. Research, Radio Dish. Der ist schon fertig. Auch fertig. Und der ist invalid. Mal gucken wir mal, was wir noch haben hier. Optimizations, das ist auch invalid, hier ist ready. Ready, da steht ready und dann steht da fertig. Was denn nun? Ach, hier musst du Start drücken. Los, dann machen wir das mal. Start. Processing. Ja, da wird er jetzt Processing. Status 4%. Oh, jetzt kommen wir ja schon mal eine Ecke weiter hier. Wie sieht denn meine OBS schon wieder aus? Das ist schon wieder anders hier. Da fehlt jetzt. Das ist doch zum Mäusemelken. Ja, ich musste einen neuen Streamkey eingeben, weil die bei Twitch alle Streamkeys zurückgesetzt haben. Als OBS zum Anlass genommen hat, hier meine Oberfläche ganz anders zu gestalten, was ich ja sehr freundlich finde, aber es ist leider nicht erwünscht. Ne, jetzt kann ich noch nicht mal chatten mit euch, weil ich sehe keinen Chat hier, der ist jetzt nicht da. Muss ich mal gucken, ich komme jetzt doch, ich komme jetzt hier auch raus. Ansicht, Statistiken. Multiview, ne, das ist was anderes, das ist auch was anderes. Mann. Ich habe es richtig eingestellt. Und bei Ansicht Browser-Docs, Szenen, Quellen, Audio-Mixer, Szenenübergänge, Steuerung. Mehr zeigt er hier nicht an. Wo ist jetzt mein Teil geblieben? Keine Ahnung. So. So, jetzt bin ich hier wieder. Jetzt macht er hier wieder Geräusche. Gut, dass ich mit der Maus da rauskam. Er ist ja schon gleich fertig hier. Ne? Kannst du noch vorher auf dem Abort gehen? 51%. Wo ist denn jetzt die Übersicht, wie viel Kohle ich habe? Da. 3.363, 59. Oh. Da wollen wir mal gucken.
Und das wird hier. Systemsummary. Müssen wir hier wieder gucken. 65%. Lassen wir mal laufen. Also nicht böse sein. Das muss ich jetzt wieder einstellen. Das ist durch diesen neuen Stream-Schlüssel gekommen. Da hat OBS gemeint, ist alles jetzt neu hier und es zeigt mir nur die nicht gewünschte Oberfläche. Tja. Also es könnte sein, dass es Leute gibt, denen das zu wenig Action ist. Ne, aber man muss sich da reinarbeiten. Was ich blöd finde, ist, dass alles wieder auf Englisch ist. Sie haben Geld von einem deutschen Ministerium gekriegt und es ist keine deutsche Übersetzung dabei. Sag mal, wie doof kann man denn sein, den Leuten Geld zu geben, wenn sie noch nicht mal da in die Bedingungen reinschreiben, da muss auch die deutsche Übersetzung bei sein. Verstehe ich nicht, ganz ehrlich nicht. Aber ne, wenn sie schon Steuergelder kriegen aus Deutschland, dann sollen sie auch für die deutschen Benutzer wenigstens das übersetzen. Also. Naja. Gut, wir haben ja sowieso nicht mehr die hellsten Lichter in der Politik. Ne? Möglichst keine, die Fachwissen haben. So, fertig. Gut. Gut, und close. Und jetzt, wie viel Kohle habe ich jetzt? 3.180. Was kriege ich jetzt dafür? Overview Briefing Center, ja, das ist da, das ist das Briefing Center hier. Move Bild SMI. Das ist aber doch angeschlossen. Da läuft doch alles so. No deployable systems. Oh, meine Kredits gehen runter. Drücke ich mal Escape. Aha. Save Game. New Save Game. Ich kann es auch nicht mehr einen Namen eingeben. Settings. Ist immer noch kein Deutsch, ne? Nö. Controls ist das gleiche. Ja, dann sag ich mal, wer des Englischen mehr mächtig ist als ich und sich für so ein Spiel interessiert, diese Demo kannst du bei Steam runterladen. Ne? Von daher, ich gehe mal zum Titel zurück, dass du weißt, wie das Ding heißt. Ja, die Beta kannst du bei Steam laden und das dann selbst probieren. Vielleicht, wahrscheinlich sogar, kannst du das dann besser als ich. Ne? Ich wollte es vorgestellt haben und selber wissen, was das für ein Spiel ist. Jo, dann danke fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, wie immer, Kiste Bier, Schachtel Zigaretten, Tabak. Nein, Follow, Abo und sowas, ne? Ich danke jedenfalls und wünsche viel Spaß beim selber spielen. Tschüss!